Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Wir befinden uns hier immer noch im Küstenland und suchen immer noch den ein oder anderen Mond. Und ja, auch in diesem kleinen Sublevel hier muss es irgendwo noch einen zweiten Mond geben, den ich nicht gecheckt habe. Und ich bin ja doch der Überzeugung, da er hier nirgendwie links, rechts, oben, unten dranhängt, sichtbar, dass er irgendwie unten drunter sein muss. Ich bin immer mir auch noch nicht so ganz schlüssig, wie ich nach unten drunter kommen soll, weil hier auch keine fliegenden Goombas oder so rumhängen. Bei den ganzen Sachen, die sich hier hin und her schieben, sehe ich allerdings auch nichts. Deswegen bin ich gerade ein bisschen ratlos, obwohl ich glaube... Ha! Ja, schauen wir mal. Ich denke mal, hier könnte irgendwas gehen. Weil hier... Ich wollte gerade sagen, hier ist doch ein Viertel dieses Dingens ist doch offen. Und es sieht mir auch so aus, als wenn man jetzt da unten rein könnte. Und das ist wahrscheinlich auch der ganze Trick an der Sache. So, ich lasse mich jetzt mal hier runterschieben und hier ist auch, hier ist auch was drunter. Die Säcke haben sie gut versteckt, muss ich sagen. Öffne das rotierende Labyrinth. Oh, ich müsste mal wieder Monde abgeben. Vielleicht mache ich das auch mal eben. Einmal einen Batzen Monde abgeben, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Auch immer wieder ein Fixpunkt für meine Videobeschreibungen zu haben, um zu sehen, ob ich mit der Anzahl der Monde noch richtig liege. Ich glaube, das sind Videos von Monde von 2 oder 3 Folgen gewesen. 636 sind wir. Sehr schön. So, dann... Könnten wir eigentlich mal gucken, was unsere Gewächse da oben auf dem Haus machen. Und zu dieser Keep-Rätselkunst da oben ist mir, glaube ich, auch noch was eingefallen. Oha, die eine ist ja ganz schön hochgewachsen. Was stimmt denn mit der nicht? Die anderen sind alle so klein wie immer und nur die eine ist riesig hoch geworden. Gut, zack. Nummer 1, Strandflora, Samen in der Bucht. Nummer 2, Strandflora, Samen in der Schlucht. Es reimt sich sogar, ob das so beabsichtigt war. Und Nummer 3, Sandflora, Thermalinseln, Samen. So, jetzt ist nur die Frage. Ich habe wieder den Verdacht, dass ich so einen Fischi hier nehmen muss. Und dann läuft die Nummer schon. Ey, jetzt schaffe ich es mich mal von ihm nicht treffen zu lassen und renne trotzdem noch rein. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Kann ich jetzt einmal durchfliegen? Bums. So, und Sandflora Samen im Meeresgraben. So, dann hätten wir die 4 Dinger auch schon mal erledigt. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube genau, meine Meeresrunde, zumindest was hier das Äußere angeht, ist damit eigentlich fast beendet. Ich müsste den Innenteil nochmal ein bisschen abschwimmen. Gerade um den Turm herum. Aber ansonsten sieht es mir eigentlich so aus, als wenn wir schon relativ viel gemacht hätten. Was geht hier ab? Münzen. Hier kommt man ja nirgendwo runter. Okay, okay, okay. Genau, dann würde es jetzt nochmal darum gehen, so ein paar Höhlen hier zu durchtauchen. Wo wir noch nicht so unbedingt drin gewesen sind. Oh, da sehe ich doch auch schon einen Eingang. Ja, mal schauen, was hier los ist. Oh nein, jetzt auch noch im Schwimmen. Die waren ja schon immer so super easy zu kriegen. Im Schwimmen ist es bestimmt alles viel besser. Na, das ging ja jetzt tatsächlich noch. Geschlängel am sandigen Grunde. Oder am sandigen Grund. Und war das alles hier gewesen? Oh, jetzt bin ich schon raus. Naja, vielleicht sagt es mir ja Cappy jetzt auch, ob es alles gewesen ist. Nö, Cappy sagt gar nichts. Aber da sich hier sonst auch nicht viel bewegt und tut,
gehe ich einfach mal davon aus, dass das alles gewesen ist. Wenn nicht, wird es mir ja irgendwann der Toadie sagen. Bei dem man sich weitere Hinweise erkaufen kann. Wie ich auf dieses Riesenglas da drauf komme, musste ich auch nochmal schauen. Mit dem Fisch letztes Mal bin ich ja nicht drauf gekommen. Vielleicht sollte ich es mal ohne Fisch probieren. Oh, hier sind jetzt aber einige rausgekommen. Aber ansonsten sieht es ja auch nicht so aus, als wenn hier großartig was ist. Ich hätte gerne nochmal so einen Fischi. Da unten schwimmt einer. Komm her, Fischi. Dankeschön. So, hier sind wir auch eigentlich überall schon gewesen. Überall glitzert es hier. Und gerade bei diesen Glitzerdingern bin ich mir nie so ganz sicher, ob ich die alle schon betrachtet habe. Aber jetzt, wo ich die Münzen hier fallen sehe und auch tiefer fallen sehe als die Plattform, bin ich mir gerade ziemlich sicher, dass ich das schon gemacht habe. Guti. Hier kann man durch oder reintauchen, aber ich glaube, hier bin ich auch schon gewesen, oder? Oder? Nee, bin ich gar nicht. Wo sind wir denn jetzt hier? Doch, bin ich wohl. Dieses Tic-Tac-Turnier hier kenne ich. Das mit den Noten haben wir auch schon gemacht. Okay. Na doch, dann bin ich jetzt, glaube ich, eigentlich hier fast so überall gewesen, oder? Der Leuchtturm da hinten fehlt mir natürlich noch. Oh, da hinten sind noch drei lila Münzen. Die habe ich bisher noch nicht gesehen. Ist ja krass. Könnten sogar mit die letzten sein. Fehlt noch irgendwo ein Dreierpack. Ah, das wird bestimmt auch wieder super zu finden. So, ich gehe jetzt mal ohne so einen Fischi gucken. Ah, ohne Fischi geht's direkt viel besser. Und, habe ich da gerade was Liedernes hängen sehen? Oder war das Dori? Naja, auf jeden Fall steht hier erstmal Peach rum in der leichten Bekleidung. So, jetzt habe ich gar nicht gelesen, was sie gesagt hat. Naja, ist auch nicht so schlimm. Sie gibt mir wie immer einen Mond und reist ins nächste Land, Peach im Küstenland. Ständig auf Achse zu sein, hat mich wirklich hungrig gemacht. Woher bekomme ich einen ordentlichen Snack? Oh nein, aus dem nächsten Land. Und das nächste Land mag ich eigentlich gar nicht so gerne. So, hier sind noch zwei Monde, einmal außerhalb, einmal innerhalb. Und ein Geheimgang in eine andere Welt. Da ist erstmal der erste Mond. Was funkelt da im Glas? Achso, hinein. Genau. Wohin geht's hier? Die Fossilienfälle oder wie die hießen? Das erste Land, was man betritt nach dem Hutland? Oder was war darauf zu sehen? Ach nee, das zweite Land. Ah! Der Forsthain. Genau, das hatte ich auch schon gesehen. Aber ich bin halt nicht dran gekommen. Geheimfahrt zum Robohain heißt er. Forstland oder Robohain. Und hier würde ich theoretisch jetzt weiter das Land betreten können. Will ich aber gar nicht. Weil ich hier habe ich soweit eigentlich fast alles fertig. Ein, zwei Monde fehlten mir hier, glaube ich, noch. Unter anderem dieser wahrscheinlich. Ich glaube, so ein Musikstück-Mond. Der müsste ich irgendwann nochmal wiederkommen. Ich glaube, bevor ich das allerletzte Level antrete. Also wenn ich es bis dahin soweit alles gespielt habe, werde ich nochmal von vorne anfangen und in einigen Ländern fehlen mir halt noch so irgendwie 1, 2, 3 Monde, die werde ich dann noch alles holen, noch alle holen, bevor ich dann das allerletzte Level starten werde. So. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus, würde ich sagen. Genau, da sind wir. Ein zartes Detail auf dem Glas. Juh, dann hätten wir hier auch schon wieder die Dinger gesammelt, die ich alle sammeln wollte. Den haben wir auch schon. Boah, das hier sieht doch echt aus wie ein Rennparcours, oder? Hier muss doch noch irgendeine Art von Rennen stattfinden.
So, im Rennen nähern wir uns jetzt dem Leuchtturm hier wieder. Da unten bin ich auf jeden Fall schon überall gewesen. Ich meine, hier drin wäre ich auch schon gewesen beim ersten Mal, aber... Man muss natürlich trotzdem mal gucken, ob sich nicht noch irgendwas Neues ergeben hat. Irgendwo. Na toll. So, den Mond da unten drin, den kennen wir schon. Oh Gott, hier kommen die Aale raus. Daran kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Ich glaube, in diese Aallöcher rein so direkt. Nö, kam man nicht. Hier waren ein paar lila Münzen gewesen. Ich gucke immer mal so ein bisschen zurück, weil das machen sie ja auch gerne mal. Die Monde in Perspektiven verstecken, wo man sie nicht unbedingt sieht, wenn man nur den Geradeausweg geht. Noch ein paar lila Münzen gewesen. Kennen wir allerdings alle schon. Toll, mein Fisch ist weg. Und hier ist nichts gewesen. Aber hier schwimmen ja noch genug andere Fische rum. Na, dann gehen wir mal andersrum. Komm her. So. Nix da, nix da, nix da. Nö, dann war hier im Tunnel ja nicht viel Neues gewesen, muss ich sagen. Zumindest nichts, was ich jetzt so entdeckt hätte. Okay, jetzt sind wir oben auf dem Leuchtturm. Ja, wenn wir schon mal hier sind, dann gucken wir mal, was hier los ist. Unser Eintopf wäre mit einem Schuss Edelwasser noch deliziöser. Dieses Meer ist voll mit den schmackhaftesten Zutaten. Ich bin endlich hier oben angekommen. Der Ausblick ist wirklich einmalig. So, was geht mit dir ab? Okay, da unten ist ein Mond. Oh, das war knapp gewesen. Okay, jetzt bin ich ein bisschen besser darauf vorbereitet. Vielleicht wird es dann was. Obwohl, ich kann mich gar nicht so geschickt weiter positionieren. Boah, das ist aber eine harte Nummer. Ah, das ging ja doch. Küstenland Tic-Tac-Turnier 3. Da sind auf jeden Fall noch einige Xer an der Insel dran. Also ein paar Sachen muss es da noch geben. Aber die müssen ja nicht unbedingt alle hier oben auf dem Turm sein. Hm, da sehe ich auch noch was glitzern oder schimmern. Auch ein Mond, den wir noch nicht kennen. Das Leuchten neben dem Leuchtturm. So, was bringt er mir denn hier? Bringt er mir überhaupt irgendwas? Ich wüsste gerade nicht, wofür ich den brauche, konkret. Segelflug, Kraha. Hm. Ich wüsste gerade echt nicht so ganz konkret, wofür ich den brauche. Ach, komm schon, Mario. Wieso kommst du da nicht hoch? So, war ich hier schon drin gewesen? Ja, okay. Die Lila Münzen, die hier drin waren, die hatte ich schon. Ach so, hier kann man auch nochmal komplett rum. Bringt mir das irgendwas? Anscheinend eher nicht. Das ist ja eine tolle Runde gewesen. Oh Gott. Naja, gut, ne? Da glitzert noch was am Boden.
Das ist wirklich die Stange, wo ganz oben der Mond drauf ist. Ja, ich kann an dieser Stange bis ganz oben hinklettern. Gut. Gibt also mittlerweile mehrere Möglichkeiten, auf diesen Turm zu kommen. Aber der einfachste ist halt immer noch der Teleport. Okay, auch das waren nur ein paar Münzen gewesen. So, jetzt muss ich mal gucken. Hier ist doch irgendwo noch ein X. So, eigentlich bin ich jetzt relativ nah dran am X, oder? Ach, hier ist auch noch was. Und hier, ey, ohne Witz, jede glitzernde Stelle im Boden habe ich mittlerweile so eine Stampfattacke drauf gemacht, ja? Ich glaube, ich habe ungefähr jede gesehen, nur die da nicht. Du kannst auch auf den Leuchtturm hoch, wenn du den Mast erklimmst. Ja, das habe ich gerade schon selber festgestellt. Ohne Witz, hier sieht alles so nach Rennpiste aus, ja? Aber hier ist niemand, der mit mir ein Rennen machen möchte. So, da wird noch eine Röhre sein, wo zwei Monde drin sind. Und den gucken wir uns auch noch an. Und dann sind wir, glaube ich, schon langsam in der Position, dass wir uns Monde kaufen müssen. Nicht Monde kaufen müssen, Hinweise kaufen müssen, wo eventuell noch Monde hier sind. Hä? Der Mond bewegt sich, oder? Der war doch gerade ganz woanders gewesen. Jetzt bin ich doch extra hier rüber geflogen. Der war doch nicht direkt am Leuchtturm. Der bewegt sich aber sowas von. Fliegt hier ein Vogel oder sowas rum? Oder ist das ein Fisch? Oder da ist der Vogel. Ich habe ihn in der Luft erwischt. Wie geil, ich hab ihn angesprungen. Jetzt muss ich nur noch den Mond nochmal erwischen. Komm Mario, gib Knallgas. So, jetzt ist nur die Frage, wie erwische ich diesen Mond so genau in der Luft? Das war ja mehr oder weniger ein Zufall gewesen, dass ich den Vogel da getroffen habe. Oh, göttlich. Okay, flatterhaft über dem Meer, Gott sei Dank. Das hätten wir erledigt. Ja, und dann geht es jetzt nochmal hier rüber, die beiden Monde besorgen. Und dann müssen wir mal gucken, wie viele in der Liste überhaupt noch übrig sind. Boah, das war ja wohl mal der coolste Vogel, den ich im ganzen Spiel bis jetzt geholt habe. Ich glaube, so schnell habe ich noch keinen dieser Vögel gefangen. Und es war, wie gesagt, ehrlich gesagt nur Zufall gewesen, dass ich den getroffen habe. Ich hatte noch keine Infos über die Flugroute gesammelt, gar nichts. Mir war bis eben gar nicht klar, dass da überhaupt ein Vogel rumfliegt. Einfach mal schwupps angesprungen mitten in der Flugbahn. Das geht ja meistens schief im dreidimensionalen Raum, aber hier hat es ausnahmsweise mal wunderbar geklappt. Okay, was geht hier ab? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was hier meine Aufgabe ist, ehrlich gesagt. Kann ich die kaputt machen? Ja, die kann ich kaputt machen. Ich bin mir aber noch nicht so sicher, warum. Ich arbeite mich jetzt einfach mal bis da hinten vor. Ihr lasst mich ja wohl mal in Ruhe hier, ja? Oh. Ah, okay, jetzt haben wir uns eine Sprungschanze gebaut. Ja, okay. Muss ich die Blöcke da auch komplett kaputt machen, ja? Oh Gott, das Ding hätte mich fast erwischt. Das hat mich erwischt. Ach, komm schon. Wieso erwischen die mich jetzt auf einmal? So. So. Dann hätten wir schon mal einen Mond. Ziel, Peaks und Kavum. Raus will ich eigentlich noch nicht. Muss irgendwie nochmal gucken, wo hier ein zweiter Mond sein könnte. Der muss ja auch nicht zwangsweise
was mit dem Rest hier zu tun haben. Der kann ja irgendwo rumhängen. Ach, guck mal. Da ganz hinten ist noch ein Block. Das heißt, ich muss wahrscheinlich... Ah, der glitzert auch, ja. Da ist der Mond drin. Ich muss jetzt eine Kanonenkugel so erwischen, dass sie hier einmal die Runde nimmt. Und ja, dann hätte ich den zweiten Mond. Zack. Ja, nicht ganz. Ach, scheiße. Aber ich glaube, man sieht hier, hier ist auch schon ungefähr eingezeichnet, welche Bahn man nehmen soll, oder? Jawohl, das ging super schnell und auch relativ easy. Peaks, Roll und Kavum. So, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Es ist zumindest nichts mehr sichtbar hier. Jetzt werde ich nochmal der Hinweiskunst nachgehen, weil ich denke... Also ungefähr weiß ich, wo ich hin muss, ne? Ich gucke gerade nochmal hier in die Galerie rein. Oh, hier sind ein paar Mario Party Screenshots dazwischen geflutscht. Genau, dieses Keep-Bild. Da habe ich tatsächlich eine Idee. Da muss ich einmal mit der Odyssee reisen, natürlich. Das heißt, einmal wieder Monde abgeben. 651. Und ich meine, wir müssen dafür ins Cityland. Also ein Level zurück. Ne, zwei Level zurück. Stimmt, Polarland war ja auch noch dazwischen. So, genau, und hier sieht man schon, oder hat man es gerade schon gesehen, hier sind Markierungen und Beschriftungen auf der Straße und das ist eigentlich das Einzige, was mir auffällt, wo so große Texte oder sowas sind. Da ist auch schon ein Keep. Keep, Clear und Stop, wo die eigentlich steht, also wenn man von unten liest, Keep, Clear, aber ich würde eher sagen Clear, Keep. So, also, der Mond soll rechts oberhalb des ersten E's sein. Nee, ich will das nicht posten. Rechts oberhalb des ersten E's. Das wäre dann hier ungefähr. Jo, das ging schneller als gedacht. Mit Küstenlandkunst gefunden. Wir haben mir nicht ganz sicher, ob es nicht eventuell mehrere dieser Textmarkierungen hier gibt. Aber da haben wir direkt die richtige erwischt. Ein Mond, ein weiterer. Ja, bitte. Und wieder zurück ins Küstenland. Ich bin mir sicher, dass wir da noch nicht alles haben. So, wie sieht denn die Liste hier aus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Monde fehlen noch. Okay, da müssen wir aber einiges an Asche raushauen hier. Ja, bitte hau raus. Da ganz rechts oben. Okay. Kann sein, dass ich da nicht ausgiebig genug in die Ecken geguckt habe. Okay. Na, ich glaube, stimmt, den haben wir sogar schon eventuell gesehen da unten. Bisher ist alles, fast alles rechts oben in der Ecke irgendwie. Oh, das sind echt so die kompletten Außenbezirke. Da habe ich wahrscheinlich einfach nicht genau genug hingeguckt. Ja.
Oh, hier ist auch noch einer direkt am Strand. Komm, gib her, ich habe genug Asche. Warum kann man ihn eigentlich nicht sagen, komm, gib mir direkt alle Hinweise. Und er bucht die Kohle einfach komplett ab. Okay, da unten auch noch. So, na dann, fangen wir mal an. Ach, der Hund, oh nein, hier rennt ein Hund rum. Erfahrungsgemäß sind die Monde eigentlich immer auf irgendwelchen Hügeln. Aber er gibt ja schon gut den Ton an gerade. Er ist einfach losgerannt, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Nee, Hundi, das war noch nicht das, was ich gesucht habe. Und er gibt schon wieder Hackengas, oder was? Können wir mal hier oben den Hügel raufgehen? Monde war noch bis jetzt immer auf irgendwelchen Hügeln gewesen. Na, er sucht schon wieder. Nein. Leider nicht, leider nein. Wie sieht's denn hier eventuell aus? Genau in dieser Spitze hier. Oh ne, da werden wir auch angespuckt. Da wollen wir gar nicht mal so hin. Komm, such! Such, Hundi, such! Irgendwo hier muss es doch was geben. Da gibt's halt auch noch was. Ah, der Hund hat mein Käppi. Er biegt ab. Hier ist die Fläche Gott sei Dank insgesamt nicht so groß, wo er suchen kann eigentlich, weil ja doch irgendwie alles von Wasser oder Stein umgeben ist. Da haben wir ihn auch. Am Strand gefunden. Guter Hund, guter Hund, guter Junge. So. Links oder rechts? Wir gehen erstmal da hinten gucken. Wobei ich da doch überall gewesen bin. So, wo jetzt genau? Der gibt's halt nicht, oder? So, so ein bisschen... Also irgendwo hier auf jeden Fall. Ach so, ja, das ist, nein, geh weg mit deinem Volleyball, Junge. Der ist, glaube ich, da oben drauf und das dürfte der Mond mit der, mit dem Gemäldeweg sein. Da glaube ich nicht, dass ich da so hinkomme. Das scheint mir auch ein bisschen hoch zu sein für die Fischis. Den werde ich erstmal auslassen. Da kommen wir nachher zum Schluss mal, wenn der noch als einziger übrig ist, vielleicht mal den Papageien fragen, welchen Titel der hat. So, dann gehen wir noch gucken. Ich vermute... Der ist da oben drauf. Boah, jedes Mal an dieser Stelle passiert mir das. Ich weiß auch nicht, warum ich da den Hut nicht gescheit geworfen kriege. So, ich vermute, da oben ist er drauf. Die Frage ist nur... Hm.
Wie kommen wir da hin? Komme ich mit so einem Fisch hier oben hin? Der Weg ist ja sehr, sehr weit, oder? Wohl, ne, eigentlich gar nicht mal so, oder? Wenn ich Glück habe, komme ich ja mit so einem Fisch komplett da hochgeflogen. So, jetzt gehe ich erstmal nah ran. Mache mich hier nochmal voll. Jetzt geht erstmal senkrecht bergauf. Oh ne, das passt nicht. Shit. Aber ich glaube, durch die Höhle durch wird ja kaum reichen, ne? Oder ist da nochmal irgendwo Wasser drin? Okay, hier kann ich nochmal voll tanken. Ach, da ist auch nochmal Wasser drin. Okay, ich hatte es kurz im Verdacht, ob hier bei der Gumbarine nochmal Wasser ist, aber so ganz sicher war ich mir da nicht gewesen. Ach, hier ist auch nochmal Wasser. Okay, ja doch, dann passt es ja wunderbar. Okay, sehr schön. Nein, ich komme hier nicht raus. Okay, dann hätte ich vielleicht erst das Ding da aufmachen müssen. Na gut. Machen wir erstmal die Kisten hier weg. Dann kann ich hier bequem durchfliegen. Ach komm, Mario, stell dich nicht so an. Den Mond machen wir auf jeden Fall noch. Und dann komme ich da hoch. Hier oben ist kein Wasser mehr. Also ich glaube, es wird schon eine enge Kiste, aber... ich denke, das sollte klappen. So, ich denke, hier kann ich mal direkt zur Gumbarine durchfliegen. Und den ersten Zwischenstopp hier, den ich vorhin gemacht habe, den spare ich mir auf jeden Fall. Ui! Auch wenn das schon reichlich eng war. So. Oh, hier ist er. Toadie-Toad. Jo, du wolltest ganz hoch hinaus und hast einen Mond gefunden, wie immer. Dankeschön. Gut gemacht, Captain Toad. Ich frage mich nur, wie ich wieder runterkommen soll. Ja, das kannst du dir ja dann überlegen. Und ich würde sagen, mit diesem wunderprächtigen Ausblick hier machen wir mal Feierabend für diese Folge. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.